Gott ist es wert, dass wir ihn feiern und preisen. Halleluja. Ich möchte, heiße dich ganz herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Schön, dass du hier bist, trotz dem wunderschönen Wetter. Hier bist, um Gott zu begegnen. Und Gott wird dir begegnen. Du wirst einen starken Moment mit ihm haben. Sei voll Erwartung an deinen Gott, der hier ist, um dir zu begegnen, weil du gekommen bist, um ihm zu begegnen. Amen. Ich möchte euch ein Wort lesen aus Jesaja 12, ab Vers 2. Seht den Gott meines Heils. Ich habe Vertrauen und fürchte mich nicht, denn der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist meine Freiheit und mein Lied. Gott ist hier. Der Gott des Heils ist hier. Und er will dir, dich beschenken und dir neues Leben schenken. Und du brauchst dich nicht zu fürchten, denn der Herr ist deine Stärke. Und er führt dich rein in Freiheit und schenkt auf dein Herz so ein Lied, das ihn groß macht, das ihn preist. Voller Freude sollt ihr Wasser schöpfen, Wasser aus den Quellen des Heils. Heute Morgen darfst du dieses Wasser schöpfen aus dieser Quelle des Heils, aus Jesus. Er hat alles, was du für diese Woche brauchst, hat er für dich bereit. Schöpf aus dieser Quelle, so viel du möchtest. Umsonst, sagt Jesus. An dem Tag werdet ihr sagen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern sein Wirken bekannt. Und das wollen wir heute Morgen auch hier tun. Wir sind hier viele Völker. Und es ist so schön, mit vielen Nationen für unseren Gott und mit unserem Gott unterwegs zu sein. Das verbindet uns. Und wir wollen sein Wirken preisen und ihn groß machen. Amen. Sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. Singt und spielt zur Ehre des Herrn, denn er hat Gewaltiges getan. Erfahren möge es die ganze Welt. Und das wollen wir jetzt im Lobpreis tun. Wir wollen wirklich von ganzem Herzen unserem Gott dafür loben und preisen. Er hat viel Großes schon getan in deinem Leben. Wenn du ehrlich bist und zurückschaust, wie viel Wunder habe ich erlebt, wie viel Wunder hast du schon erlebt. Er ist es wert, dass wir ihn jetzt richtig preisen, groß machen, verherrlichen und alle Völker, alle Nationen sollen es hören, auch die, die hier unter uns sind. Amen. So many Wir wollen heute Morgen Jesus alle Ehre geben, den besten Applaus, unser schönstes Lied, die Ehre und die Liebe und Anbetung unseres Herzens. Und du kannst dir vorstellen, es ist wie ein Altar, den wir für ihn machen und richten und sagen, Herr, hier sind wir, komm mit deiner Gegenwart. Und im Alten Testament haben sie einen Altar gebaut und dann hat Gott geantwortet mit Feuer. Und das ist so speziell, wenn Gott kommt mit seiner Gegenwart und er antwortet, wenn du sagst, hier bin ich, Gnade so wunderbar, ich bete dich an, Jesus, und er kommt mit seinem Feuer, mit seiner Gegenwart und er berührt dein Herz, dein Leben. Willst du das heute Morgen machen? Du kannst gerade deine Hände ihm so hinhalten und sagen, hier bin ich gebe dir heute diesen Tag, diese Zeit und mein Leben, um vor dir zu sein. Und ich sage, lass dein Feuer fallen auf mich. Lass dein Feuer fallen. Nimm uns völlig ein. Jesus, du allein bist heilig, heilig. Alle Augen auf dich. Jesus, du bist hier, alle Engel singen mit uns heilig, heilig. Lass den Feuer fallen, nimm uns völlig ein. Jesus, du allein bist heilig, heilig, alle Augen auf dich. Jesus, du bist hier, alle Engel singen mit uns heilig, heilig. Du regierst, in Herrlichkeit und Majestät. Regiere auch in meinem Leben, Jesus. And now we sing it in English. We exalt our Lord in English. In allen Sprachen, in neuen Sprachen, in Deutsch. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Oh Herr. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Wir erheben dich. Ja, Jesus, wir erheben dich, weil es du wert bist, dass dein Name gepriesen, hochgelobt und erhoben wird. Du bist Herr aller Herren, König aller Könige, wir ehren dich. Herr, segne überall, wo dein Wort heute verkündigt wird, gerade auch in dieser Stadt. Danke für all die Kinder Gottes, die sich heute versammeln und dich groß machen. Lass es ein Momentum sein, an dem Reich Gottes nahe kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für diesen Gottesdienst, Herr. Danke für all das, was du heute wirken möchtest, zu uns sprechen möchtest, in unser Leben hinein schenken möchtest. Wir ehren dich dafür. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Eine Art, wie wir, ich hatte ja am Anfang das Wort, dass wir die Heilstaten Gottes groß preisen und ihn ehren dafür und es allen Völkern verkündigen. Eine Art, wie wir das verkündigen, was er Wunderbares für uns getan hat, ist, dass wir das Abendmahl nehmen. Dass wir ihm Danke sagen in dem Abendmahl für das, was er getan hat. Als er am Kreuz für uns gestorben ist, hat er für alles bezahlt, was du brauchst in deinem Leben. Und was nötig ist in deinem Leben und hat neues Leben für dich geschaffen. Amen. Und jetzt möchte ich euch einladen dazu, das Abendmahl zu nehmen und wir wollen ganz bewusst damit den Namen Gottes groß machen, seine Taten verkündigen. Die größte Tat, die er getan hat, war am Kreuz. Ihr dürft gerne schon mal anstehen an den beiden Ausgabestellen, das Abendmahl entgegennehmen, geht zurück mit dem Abendmahl an Platz. Wir werden es dann zusammen einnehmen, wenn ich die Einsetzungsworte lese. Bis gleich. Das Opfer, das du gabst. Ja, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Wir wollen voller Ehrfurcht, Wertschätzung und Dankbarkeit mit dem Bewusstsein, in dem Moment, wo wir das feiern, was er am Kreuz getan hat, ist Gott ganz stark. Das bewegt sein Herz. Es macht was und es macht was auch mit deinem Leben. Rechne damit, dass er dich beschenkt, zu deinem Herzen spricht, dich heilt, dich aufbaut, dich tröstet, was immer gerade in deinem Leben dran ist. Du darfst es empfangen, so wie wir jetzt im Gedenken an das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, das Feiern, wird er dich beschenken. Indem du Danke sagst, empfängst du. Amen? Glaubst du das? Indem du dankst, wirst du empfangen. Ich lese die Einsetzungsworte. Denn ich habe vom Herrn überliefert bekommen, sagt Paulus an die Korinther, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies als Erinnerung an mich. Danke, Jesus, du hast deinen Leib für mich gegeben. Ich ehre dich dafür. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut. So oft ihr daraus trinkt, tut es als Erinnerung an mich. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Danke, Herr, für dein Blut, das du vergossen hast zu meinem vollen Heil. Amen. Ihr dürft dann die Kelche gern in diese, das sind 3 so körbchenweise aufgestellt, da könnt ihr die reintun. Und ich bitte jetzt mal die Doris nach vorne zu kommen. Wir hatten ja sie gesegnet für ihren Einsatz in Peru. Dort soll ein Gebetshaus in einem Ort, der mal wo deutsches Gebetshaus war, wieder aufgerichtet werden, und sie war dort und will kurz uns damit reinnehmen, und heute Abend werden wir eine Gebetsstunde haben, da werden wir dann auch dafür beten. Danke, Mani. Allerdings knapp daneben, es war Venezuela. Es ist nördlicher, etwas nördlicher. Ja, also genau vor... Ja, es ist jetzt 7 Wochen her, dass ich wieder zurück bin, und ihr wart in meinem Herzen dabei, weil das war was Besonderes, wenn man gesegnet wird für so eine Aufgabe. Das Gebetshaus, das ist eigentlich in der Vision von Freunden noch, da ist noch nichts so groß entstanden, aber sie haben mich gefragt, ob ich komme und sie unterstütze. Weil die möchten das in einem Ort machen, das ist die Vision, der ziemlich deutsch ist in Venezuela. Und ich hole ganz kurz aus für die Geschichte. Das ist 1843, wurden Deutsche, Italiener und Franzosen angefragt, nach Venezuela zu kommen. Die bekamen ein Stück Land, hätten ein Stück Land bekommen und ein Stück Regenwald auf 1800 bis 2000 Meter Höhe, das sie urbar machen müssten. Und das ihnen dann gehört. Letztlich waren dann 43 Deutsche übrig, die das dann in Angriff genommen haben, diese Aufgabe. Ja, in der Zwischenzeit hat die Regierung gewechselt und die neue Regierung war nicht mehr bereit, die Siedler zu unterstützen finanziell. Und so haben die aus dem, was da war, Häuser gebaut. Und das haben sie eben im Fachwerkstil gebaut, weil das haben sie gekannt, vom Kaiserstuhl her. Es könnte das erste Bild mal kommen. Und deshalb sieht es heute noch so ein bisschen aus dort wie im Schwarzwald. Ja, da Also als Touristenattraktion sind die dann auch sonntags immer im Dirndl und haben diesen Trachtenhut und so. Also am Anfang dachte ich, wo bin ich gelandet? Ich dachte, ich komme nach Venezuela. Das ist alles hier so deutsch. Aber okay, ich wusste es ja. Und was ich gespürt habe damals schon, mein Auftrag, das deutsche Gut oder was durch die Deutschen hierher hergebracht wurde nach Venezuela, wieder auszugraben, quasi die alten Brunnen wieder auszugraben von dem geistlichen Leben. Und die Deutschen hatten da auch die erste Bibel mitgebracht, das wäre das nächste Bild. Die ist jetzt noch im Museum, ne, das nicht? Das, ja, genau. Die ist jetzt noch im Museum zu sehen und das heißt, das geistliche Leben kam durch die Deutschen dorthin. Und ja, das ist jetzt zur Vorgeschichte. So, wir haben dann, also ich habe dann da mitgelebt, waren da in Miete. Also ich überspringe vieles. Ich erzähle jetzt nur das, wo ich merke, was mir am wichtigsten war. Insgesamt war es eine Zeit, wo ich gemerkt habe, egal wo ich hingehe, es gingen immer Türen auf. Ich habe noch nie so viele erlebt, so viele Wunder am Stück. Egal, ich ging und die Türen gingen auf. Das ist, wie man durch so ein ICE geht und du läufst und da geht die Tür ja immer automatisch auf. Du läufst, jede Tür geht auf und interessante Türen, was da aufgegangen ist. Aber die wichtigste, von der möchte ich jetzt erzählen, weil das ich eben zu Hause schon hatte, dass das der Schwerpunkt wird, das Deutsche, das auszugraben. Als Deutsche dort in Colonia Tovar, so heißt die Stadt, weil der das Land geschenkt hat, hieß Martin Tovar und deshalb heißt es Colonia Tovar. So, okay, also, und dann waren wir, also José und Celia, die Division haben, die mich eingeladen haben. An einem Tag waren wir eingeladen in einer Gemeinde dort, in Colonia Tovar. Die haben noch beim Pastor und seiner Frau zum Essen und ja, und dann spricht man. Am Anfang wird es nur übersetzt. Ich kann ein bisschen Spanisch, aber nicht besonders. Also, und dann war es mir irgendwann langweilig. Und das war auch schon nach der zweiten Woche habe ich gemerkt, ich vermisse mein Klavier. Und dann habe ich gefragt, ob ich denn mal Klavier spielen darf, weil unten in der Kirche war ein Klavier. Gut, ja, kann ich machen. Und da sind sie alle mitgekommen. Und dann habe ich ein bisschen rumgeklimpert. Und dann kam der Pastor mit dem Liederbuch an. Das kannst du jetzt das Liederbuch zeigen, Melissa. Genau, das da. Jesu Name nie verklinget. Und dann hat er gesagt, das ist das erste Buch, aus dem damals gesungen wurde. Das haben sie noch im Schrank und da haben sie ganz viele davon. Und ich soll doch aus dem Buch was spielen. Und dann kam mir spontan, der Herr, mein Hirte, führet mich. Und dann habe ich das gespielt und da musste ich und gesungen, da musste ich direkt weinen, weil ich gespürt habe, da passiert jetzt auch was. Ja, und dann sagte der Pastor, ich soll im Gottesdienst doch einmal dieses Lied spielen und singen und er teilt die Liederbücher aus und dann singen wir alle zusammen. Und zusätzlich wollte er noch, wie groß bist du, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Auch in Deutsch und in Spanisch. So. Und das haben wir dann vorbereitet und das haben wir dann gemacht. Jetzt kommt das Video. Das erste Video ist, wo wir es in Spanisch singen. Das habe ich genommen, damit man auch die Gemeinde sieht. Das ist nämlich eine relativ junge Gemeinde. Und es ist interessanterweise das zweite Gebäude. Es ist noch die Originalgemeinde, das zweite Gebäude, aber mit der Originalgemeinde, die damals schon da war. Die haben damals in Deutsch gesungen und vielfach in diesem Alemannisch. Das hört sich lustig an. Die sagen dann, wie Gott, grüß Gott. Also da ich ja Schwäbisch vom Hintergrund bin, habe ich ziemlich viel verstanden. Und wenn ich langsam gesprochen habe, Schwäbisch, haben die mich auch zum Teil verstanden. Ja, und gut. Ja, also manche können da so dieses alemannische Deutsch tatsächlich noch in dieser Gemeinde. Jetzt kommt der Film, das ist Spanisch und man sieht da, viele Jugendliche sind da. Amen. war ein kurzes Video, das hat aufgehört. Das hat aufgehört, das Video da. Jetzt kommt das nächste, wo man es quasi in Deutsch singt. Das war's. Und das war eigentlich so das Haupt, wo ich gemerkt habe, das ist, wozu ich kam. Nicht nur deshalb, aber da hatte ich, wie wenn Gott danach zu mir sagt, so, Mission erfüllt. Ja, und am anderen Tag hatte, oder in der Nacht hatte der José auch einen Traum, der hatte das direkt geträumt, dass der Brunnen, dass Steine rausgegangen sind und dass der alte Dreck rausgegangen ist und dass das Wasser wieder gesprudelt, angefangen hat zu sprudeln. Und das war einfach sehr bewegend. Und ich wollte auch hören, wie es weitergeht dort. War bestimmt nicht zum letzten Mal dort. Und ja, ihr werdet es dann auch hören. Genau. Ah, no, die letzte Karte. Genau, der Rückflug. Man sieht da oben, wo das Flugzeug ist, das ist Caracas, das ist Venezuela, ganz oben. Und dann über Madrid bin ich heimgeflogen. Das ist über der Ocean. Genau. Danke. Danke, Doris. Wir hatten ja dafür gebetet und wir werden auch heute Abend dafür für Venezuela, sorry, dass ich es falsch vorhin gesagt habe, beten. Und es ist so schön zu sehen, was Gott überall tut und auch zu sehen, wie Segen früher von Deutschland ausging. Und wir rechnen damit, dass auch wieder Segen wirklich von Deutschland ausgehen wird. Und dafür beten wir. Also seid heute Abend dabei, ab 19 Uhr werden wir ins Gebet gehen, auch für Mission. Aber jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Gast, die Melanie Eckart von Open Doors ist da, um zum einen ein Wort an uns zu richten, und ich denke, dass sie auch ein bisschen berichten wird, so wie es unseren Geschwistern weltweit, da wo es verboten ist, das Evangelium öffentlich zu leben und zu verkündigen, wie es ihnen geht. Open Doors ist eine Organisation, die sich sehr stark und sehr intensiv befasst mit, wie geht es den Christen weltweit. Sie erstellen auch so einen Christenverfolgungsindex, wo deutlich gemacht wird, wie stark werden Christen in verschiedenen Ländern verfolgt. Es gibt auch so eine Karte. Und unsere Regierung stützt sich auch auf diese Daten. Also sie arbeiten auch zusammen mit den Regierungen in der ganzen Welt. Und einmal im Jahr, denke ich, ist es gut, wenn wir so uns ein bisschen mit hineinleben lassen, wie geht es unseren Geschwistern in anderen Ländern. Und ich denke, ich hoffe, dass das uns auch ermutigt, es zu nutzen, dass wir in unserem Land die Freiheit noch haben und es viel bewusster unser Christsein leben und auch nach außen tragen. Und jetzt möchte ich ganz herzlich willkommen heißen, dich Melanie, oder wir wollen dich willkommen heißen. So schön, dass du hier bist und uns mit hineinnimmst in das, was du jeden Tag wahrscheinlich hörst, erlebst und siehst. Ich glaube, ich nutze das da, aber danke dir. Vielen, vielen, vielen Dank. Erstmal ganz, ganz herzliches Servus. Ich habe schon den einen oder anderen, also die Gesichter kommen mir manchmal bekannt vor, die Namen oftmals nicht. Für die, die mich jetzt nicht kennen, ja, ich bin die Melanie, ich komme aus Niederbayern, keine Angst, ich lasse nur ganz kurz raus. Ja, wir haben gerade von Alemannisch gehört, ich sprich Niederbayerisch immer schon und genau. Von daher, wenn es mal schwer verständlich sein sollte, scheut euch nicht, zumindest die, die anwesend sind, irgendwie zu winken, stampfen, aufstehen. Bitte fühlt euch frei, weil ich persönlich merke das nämlich nicht. Ja? Also ich renne dann irgendwo in eine Richtung und merke das gar nicht. Von daher fühlt euch frei. Ja, also ganz kurz zu mir. Ich bin, wie ihr schon gehört habt, in Niederbayern aufgewachsen, bin ursprünglich Gesundheits- und Krankenpflegerin von Beruf. Und tatsächlich dachte ich, ich werde irgendwann mal in die Mission gehen. War schon alles irgendwie ja, in meinem Kopf schon bereit. Bestimmte Verbindungen waren auch schon da. Und Gott hat dann ganz andere Pläne gehabt. Und so bin ich jetzt schon über 4,5 Jahre Referentin für Open Doors und berichte über verfolgte Christen. Fast 3 Jahre lang, wegen Corona, konnte ich die Geschwister vor Ort nicht besuchen. Aber heute werde ich euch im Verlauf in ein Land mitnehmen, und zwar in das erste Land, in das ich selber reisen durfte, und werde euch von diesen mutigen Geschwistern dort erzählen. Und ich finde es total interessant. Gott hat mein Thema irgendwie das Wochenende nochmal völlig über den Haufen geworfen. Aber mittlerweile wurde mir schon klar, warum. Weil der ganze Gottesdienst sich bisher ausgerichtet hat auf das, was Jesus für uns getan hat. Ihm die Ehre zu geben, sich daran zu erinnern, was für ein Geschenk es ist, Jesus in uns zu tragen, in uns zu haben. Und ich habe heute das Gefühl gehabt, ich soll über das Thema sprechen: Ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich finde, es ist gerade in Bezug auf verfolgte Kirchen ein sehr, sehr spannendes Thema. Warum? Weil in diesen Ländern, wo sie sich aufhalten, es keineswegs erlaubt ist, den Glauben auszuleben, geschweige denn, den Glauben auch noch an andere weiterzugeben. Ich möchte euch kurz mal die Karte zeigen. Hier haben wir sie. Das ist der Weltverfolgungsindex, den könnt ihr euch gerne hinten am Büchertisch mitnehmen. Dort sind 50 Länder abgebildet, in denen Christen aktuell am stärksten verfolgt werden. Die Liste ist nicht zu Ende bei 50. Wir beobachten über 76 Länder dieser Welt, die eigentlich hier auf dieser Liste Platz finden müssten. Aus Übersichtlichkeitsgründen haben wir es auf 50 beschränkt. In diesen Ländern breitet sich das Evangelium aus, obwohl die Bedingungen dafür unglaublich schlecht sind. Sie haben den gleichen Glauben an Jesus, aber leider nicht die gleiche Freiheit, so wie wir das tagtäglich genießen. Uns, glaube ich, ist es einfach oft nicht bewusst. Aber 360 Millionen Christen folgen Jesus nach und zahlen dafür einen sehr, 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 sehr hohen Preis. Aber es ist wichtig, dass sie ihr Land nicht alle verlassen, irgendwo anders hingehen, wo sie ihren Glauben ausleben können, sondern es ist wichtig, dass sie dort bleiben. Wer würde denn sonst die Botschaft von Gottes Liebe in diese Länder, in diese Dörfer, in die Gefängnisse bringen, wenn nicht sie? Ich möchte mit einer Geschichte beginnen, und zwar gehen wir dazu direkt nach Nordafrika, und zwar nach Ägypten. Die Urlaubszeit ist vorbei, vielleicht war der ein oder andere sogar in Ägypten. Man vermutet eigentlich nicht, dass dort Christen so unter Druck stehen. Doch es ist eine Realität. Und ich möchte euch von Nadia erzählen. Nadia war mit ihrer Familie auf einem Ausflug Richtung Kloster. Hier hält sie gerade ihre Hand hoch. Und das ist ein Zeichen der, sage ich mal, ägyptischen Christen, Christus zu bezeugen. Viele von ihnen, egal ob jung oder alt, tätowieren sich tatsächlich so ein Kreuz hin. Ein Kollege von mir durfte eine junge Frau treffen, die hatte eins hier und eins außen. Da sagt er, hey, also so quasi reicht eins nicht oder wieso hast du zwei? Dann hatte sie ihm einfach entgegnet und sagte, na ja, also wenn sie es hier nicht sehen, dann sehen sie es wenigstens hier. Sie hat ihren Glauben ganz bewusst in der Öffentlichkeit bezeugt, obwohl je nach Region das mit Konsequenzen zu tun haben kann. Und wie gesagt, das ist Nadia, Christin, mit ihrer Familie unterwegs in dem Bus. Sie fahren dorthin und als sie näher kommen, bleibt der Bus stehen und bewaffnete Männer kommen an den Bus heran und sie denkt sich noch nichts. Aber als diese bewaffneten Männer dann in den Raum steigen, in den Bus, fängt sie an, irgendwie bekommt sie ein ungutes Gefühl. Denn diese Männer fangen an, von vorne nach hinten, Nadia sitzt ziemlich weit hinten, jeden Einzelnen, vor allem die Männer, zu befragen. Bist du Christ? Zitiere eine Sure aus dem Koran. Ganz vorne war einer ihrer Verwandten, ihm wurde diese Frage gestellt. Und als er sich ganz bewusst in diesem Moment zu Jesus bekennt, wird er erschossen. Auf der Stelle. Jetzt sitzt Nadia ganz hinten, ein paar Reihen vor ihr sitzt ihr eigener Sohn Hani. Hani weiß, was passiert mit denen, die sich bewusst zu Jesus stellen. Auch ihm wird die Frage gestellt: Bist du Christ? Und ich möchte behaupten, dass Hani jeden Grund gehabt hätte, seinen Glauben in diesem Moment einfach zu verleugnen. Raus aus diesem Bus lebendig und dann zu Gott zurückkehren und sagen, Gott, tut mir leid, aber in dieser Situation. Er hätte jeden Grund gehabt, seinen Glauben zu verleugnen. Aber Hani steht auf und zeigt sein Kreuz und sagt, nein, ich bin Christ. Und das waren die letzten Worte aus Hanis Mund. Vor den Augen der eigenen Mutter wird er wegen seines Glaubens, wegen seines Bezeugens einfach so umgebracht. Und als ich die Geschichte so gelesen habe, hat mich das echt tief bewegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man stellt sich ja dann oft immer selber die Frage, oh, wie würde ich jetzt reagieren? Wäre ich dazu überhaupt bereit, im Angesicht des Todes mich wirklich auf die Seite Jesu zu stellen? Die Fragen habe ich mir auch gestellt. Ich habe mir dann ihr Zeugnis angehört und Nadia sagte auf die Frage, was würdest du tun, wenn du diesen Menschen begegnest, die deinen Sohn umgebracht haben? Dann geht sie noch einen Schritt weiter. Sie sagt, entweder ich möchte genauso sterben wie mein Sohn Hani, damit ich mit ihm wieder verbunden bin und bei Jesus bin. Aber sie sagt, viel lieber wäre es mir, wenn die Mörder meines Sohnes Jesus kennenlernen. Wenn sie ihm begegnen. Sie will in Vergebung leben und nicht in Hass und Bitterkeit bleiben. Und ich muss sagen, ich habe diese Geschichte gehört und es hat mich direkt an eine Geschichte aus der Apostelgeschichte erinnert, und zwar die Geschichte von Stephanus. Wie erging es denn Stephanus? Stephanus hat Zeugnis abgelegt vom Hohen Rat. Mit der Konsequenz, dass sie beschlossen haben, ihn zu steinigen. Und wenn wir jetzt in Apostelgeschichte 7, Vers 55 lesen, Stephanus aber blickte erfüllt vom Heiligen Geist fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Dann heißt es, sie stürmten dort drauf los und begannen ihn zu steinigen. Vers 59, noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut, Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Und mit diesen Worten starb er. Auch Stephanus hat Jesus bezeugt, hat Gott bezeugt in dem Moment, im Angesicht des Todes. Auch er war sogar in diesem Moment bereit, denen, die ihm das antun, zu vergeben. Menschlich betrachtet nicht möglich. Und wenn ich über die Geschichte spreche, dann verbildliche ich das gern. Immer magst du mir kurz mehr helfen? Genau, das geht einmal schnell auf, ganz einfach, ganz schnell. Ich mache hier keine Werbung, halt einfach mal, genau. Dass wir nach oben ausstrecken. So, deine Aufgabe hingerichtet zu den Leuten, ganz fest, einfach mit Sammerdrucker. Darfst zusammendrucken, gib alles. Hey, ich hab das Gefühl, du bist irgendwie rechts stärker wie links. Ha? Danke dir. Vielen Dank. Naja, wäre auch eine Möglichkeit, habe ich aber noch nie erlebt tatsächlich. Warum jetzt das Beispiel hier? Mich hat diese Geschichte in Vers 55 zurückgebracht und dort heißt es, Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Warum? Ja, eine Dose war leer, die andere war voll. Und ich glaube, gerade Geschwister erleben das in ihrem Alltag, wo sie immer wieder mit Tod, mit Leid, mit Druck auseinandergesetzt sind. Es ist nicht ihre Kraft, die sie stark macht, sondern es ist die Kraft des Geistes in ihnen, die sie standhaft bleiben lässt, obwohl der Druck um sie herum sowas von stark wird. Wird Gott sie nicht füllen, dann würde ihr Glaube unter dem Druck im Angesicht des Todes einfach so vergehen. Und ich habe mich dann ein bisschen mit diesem Thema noch auseinandergesetzt und habe dann einfach die Apostelgeschichte mal ein bisschen so durchforstet. Und ich möchte jetzt von Kapitel 7 nochmal ganz zurück auf Anfang Apostelgeschichte 1 gehen. Warum? Ich finde es interessant, dass bevor Jesus in den Himmel sozusagen aufgefahren ist, hat er mit seinen Jüngern nochmal geredet. Ihm war das nochmal wichtig zu sagen. Er hat gesagt, hey, ihr bleibt jetzt einfach mal in Jerusalem und ihr wartet, bis sich die Verheißung des Vaters erfüllen wird. Was war das? Das war die Verheißung des Heiligen Geistes. Und er sagte, hey, wartet. Seid nicht ungeduldig, wartet. Und dann heißt es in Vers Apostelgeschichte ab Kapitel 1, Vers 8 heißt es dann, und wo haben wir es hier? Genau, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und als irgendwie fast natürliche Konsequenz, ihr werdet meine Zeugen sein. Also für mich hört sich das nicht an, ich brauche erst mal 3 Jahre Bibelschule, um Zeuge zu sein, sondern für mich hört sich's an, wow, der Heilige Geist füllt mich und here we go, zack. Jetzt bin ich Zeuge von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ich glaube, manchmal macht man es so komplex, obwohl es doch einfach nur darum geht, von dem zu bezeugen, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich habe das vorhin kurz erzählt, bei dir, Emanuel, haben wir gedacht, vielleicht nehme ich euch da mit rein. Ich war bis, ja, sage ich mal, in meiner ganzen Schulzeit, selbst im Abitur, in dieser Altersstufe, war ich unglaublich schüchtern. Ich war total schüchtern, ich war total in mich gegangen. Ja, ganz komisch, verklemmt, ja, wie du das nennen magst, egal. Ich war einfach unsicher, ein bisschen so Selbstminderwertigkeit, ne? Kann ich ein Lied davon singen. Ich habe es früher so beschrieben, ich war, wie wenn ich in einer Glaskuppel sitze und ich möchte Gott die Ehre geben mit allem, was ich bin und habe, aber irgendwie kann ich nicht. Bin wie gefangen. Was hat Gott in meinem Leben getan? Er hat mich frei gemacht. Er hat mich rausgeholt. Er, der Gott, für den nichts unmöglich ist. Er hat mich tatsächlich, sage ich mal, rauskommen lassen aus dieser Schale. Das ist ein Zeugnis. Das ist etwas, was niemand tun konnte, außer Gott selbst allein. Und wie viele Gespräche glaubt ihr, dass sich schon ergeben haben, egal wo man unterwegs ist, wo man genau von dem, was man erlebt hat, anderen weitergibt. Aber dabei immer und immer wieder den Fokus auf Jesus lenkt. Er, der am Kreuz für mich gestorben ist. Er, für den nichts unmöglich ist, der selbst den Tod besiegt hat. Er hat mich frei gemacht. Er hat mich verändert. Er füllt mich mit Frieden, mit Freude, mit Hoffnung. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Er ist es, der uns befähigt. Das, glaube ich, ist, was Zeugnis beinhaltet. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwas mit Gott früher oder später erlebt. Wie hat Gott dich zu ihm gezogen? Auch das ist ein Zeugnis. Vielleicht bist du aber hier und sagst oder schaust online zu, ja, also Freude, Friede, Liebe und so, hört sich alles gut an. Dann gibt es die guten Nachrichten. Gott ist heute hier auch für dich, dass du sagen kannst, Herr, begegne mir. Ich brauche diesen Frieden, weil ich in Angst und Unsicherheit vergehe. Ich brauche Heilung, die du am Kreuz erkämpft hast, erlitten hast. Du kannst mir alles geben. Er ist bereit, wenn du dein Herz öffnest. Was ich spannend fand, dieses Wort Zeuge, das in der Apostelgeschichte über 30 Mal vorkommt, hat im Griechischen das Wort, und ich spreche das mit Sicherheit falsch aus, aber ist egal, und zwar Martis. Und interessant ist, dass dieses Wort Zeuge, Martis, als Ursprung hat. Dieses Wort, das ist der Ursprung von unserem Wort heutzutage, Märtyrer. Oh, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh wow, heißt es, dass jeder Christ automatisch Märtyrer wird? Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass das diesem Wort Zeuge nochmal viel mehr Tiefe verleiht. Weil es heißt, ich bin Zeuge von dem, was ich gehört und gesehen habe, koste es, was es wolle. Und ich glaube, gerade unsere Brüder und Schwestern in der Verfolgung, die leben das. Die sind nicht Zeuge, wo ihnen nichts passieren kann, sondern die bezeugen Jesus Christus in der Dunkelheit, wo ihnen das Leben genommen werden kann, wo sie verstoßen werden, wo sie einfach abgelehnt werden, geschlagen werden. Ich fand diesen Zusammenhang richtig spannend. Wenn wir jetzt weiterlesen, nach der Apostelgeschichte, na, ich mache das jetzt ganz kurz im Schnelldurchlauf, ja, Pfingsten, Heiliger Geist kommt, zack, Leute, na, die Apostel sind erfüllt, sie gehen raus, es bekehren sich Unzählige, ja, da hieß es, an dem einen Tag wurden 3000 hinzugetan, Wunder, Zeichen passierten, wir würden das heute Erweckung nennen, ja, da ging einiges ab. So, und jetzt sind wir in Kapitel 4 angelangt. Kurz, was passiert, Kapitel 3, Petrus, Johannes sind draußen unterwegs. Es wird ein Gelähmter zu ihnen hingebracht, der seit Mutterleib über 40 Jahre, heißt es sogar, gelähmt war. Was passiert? Sie beten, Gott tut ein Wunder, zack, das sammelt die ganze Menge. Sie haben dann öffentlich Zeugnis gegeben von dem, was Jesus getan hat. Sie haben aufgerufen, bekennt eure Sünden, kehrt um, ja, zu Jesus, der gestorben und wieder auferstanden ist. Ui, aber dann haben die Priester und die ganz, ganz einflussreichen Leute haben das mitbekommen. Die hatten Angst, die kamen dorthin und dann heißt es in Vers 1, Kapitel 4, während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Ich fand es interessant. Sie haben sich daran gestoßen, dass sie Jesus nicht nur den Gekreuzigten, sondern gerade den Auferstandenen verkündigt haben. Aber sie kannten dieses Wunder auch nicht verleugnen. Sie wussten nicht, was sie tun sollen, dann steht weiter drin, sie haben sie dann einfach mal kurz, es war schon Abend, haben sie einfach mal eingesperrt, haben sich dann mit anderen beraten, was machen wir jetzt gerade mit ihnen, ne? Ja, dann haben sie noch mal reden lassen und wollten ihnen verkünden, hey, ihr müsst jetzt aufhören. Lasst euch nie wieder blicken und sprecht nie wieder über diesen Jesus. Und dann finde ich Petrus' Aussage richtig, richtig gut. Sie antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Das ist schon mal eine gute Aussage. Und jetzt kommt es aber noch. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und ich finde es interessant, ich glaube, jeder von uns hat erlebt, was Gott getan hat. Lasst uns wieder begeistert sein. Lasst uns Zeit nehmen, uns daran zu erinnern, was Gott getan hat. Denn ich glaube, diese Begeisterung setzt uns auch wieder frei, dass wenn wir beim Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, egal wo wir sind, einfach mal sagen, hey, du kennst du Jesus, ich bin begeistert von dem, was er in meinem Leben getan hat. Das kommt nicht aus uns heraus, sondern aus der Kraft seines Geistes, mit der jeder von uns erfüllt ist. Es ist uns unmöglich, und das ist mein Gebetsanliegen auch für jeden von uns, dass es uns unmöglich wird, aufzuhören von dem, was Jesus getan hat. Dann heißt es, als sie freigelassen wurden, kamen sie zu den Iren Und sie verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und dann heißt es, als sie, und das meint alle, die dazugehört haben, Vers 23, und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Und sie fangen an zu beten. Sie haben gehört, wie Verfolgung aussieht. An diesem Tag, wo Petrus, Johannes unterwegs waren, steht drin, 5000 ohne Frauen und Kinder gerechnet haben sich bekehrt. Und trotzdem so viel Verfolgung, Androhungen. Und sie fangen an zu beten, ihn zu loben. Und für mich der wohl, sage ich mal, inspirierendste Satz oder des Gebets, Vers 29, 30. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an. Also erinnere dich an die ganzen, oder schau mal, was dort alles passiert ist. Und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie hätten alles beten können. Herr, schau auf diese Drohungen, nimm sie weg. Nein, sie sagen, Herr, schau auf diese Drohungen. Wir brauchen Mut. Wir brauchen deine Kraft, um freimütig das Wort Gottes weiterzugeben. Eine Frau aus Ägypten, sie hat selber Verfolgung erlebt, sie schildert genau das Gleiche. Das ist eine junge Frau. Der Vater wäre fast unschuldig ins Gefängnis gegangen. Und am Ende des Interviews sagt sie, betet für uns. Aber sagt sie, betet nicht, dass die Verfolgung aufhört, sondern betet, dass eure Brüder und Schwestern stark im Glauben bleiben. Sie sagt, wir sind bereit, den Preis zu bezahlen. Aber unter dieser Verfolgung, unter diesem Druck breitet sich das Evangelium unaufhaltsam auf. Betet für den Mut eurer Brüder und Schwestern. Das ist nichts, was ich sage. Das ist eine junge Frau aus Ägypten, die selber Verfolgung erlebt. In ihrem Land. Und sie, glaube ich, lehnen sich gerade an diese Geschichte. Sie haben hier für Freimütigkeit gebetet. Und jetzt finde ich es nochmal erstaunlich, wenn wir Vers 31 lesen. Und als sie gebetet hatten, Gebet hat Kraft, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie haben gebetet einmütig. Und Gott hat reagiert. Die Stätte bebte. Das ist ein Wunder an sich. Das steht da nicht nur drin, weil ja, es hat sich vielleicht so angefühlt. Nee, die Stätte bebte und der Heilige Geist kam und hat sie alle erfüllt, um das Wort Gottes mit Freimütigkeit zu sprechen. Und das ist ein Wunsch, den ich, glaube ich, nicht nur habe für uns, ja, dass wir vom Heiligen Geist so ergriffen und erfüllt sind, um Zeuge zu sein, wo Gott uns hinschickt. Sondern ich wünsche mir auch, dass wir heute die Kraft und Macht des Gebets in Anspruch nehmen für unsere Brüder und Schwestern. Die Menschen erreichen, die wir niemals erreichen würden, weil sie die Sprache sprechen, die Kultur kennen. Und ich möchte an dieser Stelle direkt in das Land schwenken und möchte euch mutige Zeugen vorstellen. Mein erstes Land, das ich bereisen durfte, war Bangladesch. Aktuell auf Platz 26 dieser Liste. Ich habe Bangladesch aus mehreren Gründen gewählt. Wer es mitbekommen hat, am 5. August ist die regierende Scheichin Hasina Wajed aus dem Land geflohen. Sie hat 15 Jahre lang Bangladesch regiert. Und es kam zu Studentenaufständen, die einfach gegen die Regierung waren. Und aktuell ist das Land sehr instabil. Es kam jetzt zu einer Übergangsregierung und vermutlich in den nächsten paar Wochen möchten sie Neuwahlen starten. Und solche politischen Situationen wirken sich eigentlich auch immer auf unsere Brüder und Schwestern in diesen Ländern aus. Alleine während dieser Aufstände kam es zu konkreten Vorfällen von Christenverfolgung. Brüder und Schwestern auch zum Teil die ich auf der Reise treffen durften, wurden vertrieben. Ihr komplettes Hab und Gut wurde genommen, teilweise wurden sie zusammengeschlagen und das erst vor ein paar Wochen. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist gut, dass wir uns eins machen und für sie heute beten. Bangladesch ist das ehemalige Ostpakistan und somit mehrheitlich muslimisch. Wenn ihr da mal kurz hinguckt auf die nächste Folie, es sind gerade mal 0,6% Christen auf das ganze Land verteilt. Ich möchte es betonen, das ist weniger als 1%. Das heißt, dort gibt es Christen, die in ihren Ländern komplett auf sich, in ihren Dörfern komplett allein sind. Die haben keine Möglichkeit des Gottesdienstes. Die Regierung verfolgt zwar nicht in diesem Sinne, weil sie Religionsfreiheit wahren möchten, aber noch viel schlimmer, die eigene Familie, Freunde, das Umfeld wird zum Verfolger. Und die kennen oftmals keine Gnade mit ihren eigenen Angehörigen. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen. Wir waren in der Hauptstadt Dhaka unterwegs. Es ist eine Großstadt, es gibt ganz großes Arm- und Reichgefälle. Wir kennen Bangladesch eigentlich mehr aus der Kleidungsfabrik, ne? Gibt es ganz, ganz viele dort. Viele der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze, sind Tagelöhner. So ein Rikscha-Fahrer, wenn er Glück hat, verdient $80 im Monat, wenn er Glück hat. Und ich muss sagen, wir waren selbst in Supermärkten, die ähnliche Preise hatten wie wir hier. Die Menschen kaufen natürlich in den Straßen ein, das ist günstiger. Fakt ist, die müssen jeden Tag arbeiten, um wirklich auch ihre Familien versorgen zu können. Allein das ist eine sehr große Herausforderung. Wenn du mal alt bist und nicht mehr kannst, ja, wer versorgt dich? Die eigene Familie, wenn du Glück hast. Jetzt, wenn du dich zu Jesus bekennst, ihn annimmst, was passiert? Die eigene Familie lehnt dich ab. Wir haben einen Bruder getroffen, seine Frau hat sich scheiden lassen, er war im Krankenhaus, wäre fast gestorben. Keine Eltern, keine Geschwister, keine Ehefrau, nicht mehr die Kinder. Niemand hat sich um ihn gekümmert. Und dort gibt es kein All-Inklusiv, sondern da muss die Familie versorgen. Auf jeden Fall, dort kam dann Open Doors auch praktisch ins Spiel und hat ihm ein bisschen unter die Arme gegriffen. Es ist krass, weil wenn du so in dem Alter bist, Jesus kennenlernst, hast du keinen, der hinter dir ist. Grundlegend muss ich sagen, habe ich das Land sehr hoffnungslos erlebt. Ich habe mit dieser Frau einen kurzen Blickaustausch während dem ganzen Verkehrschaos. Und das hat mich schon tief bewegt. Ich war schon in vielen ärmeren Ländern, aber da war so eine Leere, so eine absolute Leere in ihrem Blick sichtbar. Wir sind gerade rausgefahren, wo Open Doors auf einem Gelände Christen aus ganz Bangladesch sammelt, um sie zu lehren, um Lobpreis zu machen, um einfach Gemeinschaft zu haben. Und dieser Gegensatz von Hoffnungslosigkeit und unseren Brüdern und Schwestern, die die Hoffnung Jesus Christus in sich tragen, war für mich unglaublich groß. Und es hat mich so bewegt, weil es ist ein Vorrecht, dass wir 0,6% Christen in Bangladesch haben, die das Land nicht verlassen, sondern die sagen, ich möchte rausgehen und ich möchte Menschen von Jesus erzählen. Und ich möchte euch die erste Person vorstellen, das ist die Shamim. Ich werde später das unverpixelte Bild zeigen und da darf man keine Bilder davon machen. Das wäre ganz wichtig aus Sicherheitsgründen. Genau, an dieser Stelle auch nochmal an die Technik. Man kann vielleicht dann die Kamera so einstellen, dass das Bild nicht sichtbar ist. Die Shamim ist ungefähr so groß. Ihr Mann war schon Christ, hat es ein bisschen geheim gehalten aus Angst vor Verfolgung. Aber Shamim war nicht blöd, hat den Braten gerochen und so hat er sie eingeladen auf eines dieser Camps. Sie fahren da raus, Shamim zum damaligen Zeitpunkt komplett mit Burka, die einzigste mit Burka. Und dann hat uns Shamim ganz schön leibhaftig und lebendig erzählt, wie stinkensauer sie war. Sie hat gesagt, ich wollte weg, ich wollte nichts essen, ich wollte nichts trinken. Ich habe schon gewusst, was mein Mann vorhat, aber ich wollte nichts von Jesus und der Bibel wissen. Interessant ist, dass an diesem Nachmittag Gott sie im Herzen erreicht hat. Sie haben von der Bibel gesprochen, von Jesus und in ihrem Herzen passiert was. Und sie sagt, ich weiß nicht warum, aber ich wollte mehr. Konnte sie nicht zugeben, Aber als sie am Abend dann nach Hause gefahren sind und sie die ganze Zeit diese Lieder gesungen hat, blieb ihr eigentlich schon fast nichts anderes mehr übrig, als Jesus als ihren Herrn und Retter anzunehmen. Sie fängt an, automatisch, Zeuge zu sein. Egal wo sie ist, sie erzählt ihren Freundinnen, was Jesus für sie getan hat und. Ihre Geschwister bekommen davon mit und laden sie zu sich ein. Die erste Frage, die ihr gestellt wird, ist: Shamim, bist du Christ geworden? Shamim war so frisch bekehrt, die hat einfach nur gesagt, ich weiß gar nicht, was es heißt, Christ zu sein, aber ich weiß, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, ihm will ich nachfolgen. Ich glaube, eine gute Antwort, würde ich sagen. Ihre Geschwister, die Schwestern, haben dann gesagt, du weißt, dass deine Brüder muslimisch-geistliche, also Imame sind. Du bringst Schande auf die ganze Familie. Du kannst hier nicht mehr lebendig weg. Lasst uns Gift holen, soll sie Gift trinken. Und ich weiß noch, ich sitze dort, das war meine erste Begegnung, also wo du Geschwister nicht nur liest, sondern wo du sie siehst und sie dir von ihrem Leben erzählen. Ich dachte mir, die eigene Schwester. Die Brüder waren noch ein bisschen brutaler, die haben gesagt, nee, so leicht machen wir es ihr nicht. Wir holen Schaufeln und wir graben hier ein Loch und wir begraben sie auf dieser Stelle lebendig. Und dann sagt sie, sie hört all das und sie steht wie stocksteif, sie konnte sich nicht bewegen, hat alles gehört, alles gesehen. Und sie fangen an. Und in dem Moment bekommt sie einen Anruf. Sie kann nicht hingehen, sie ist wie versteinert. Sie stellt später fest, und jetzt kommt's, Partner vor Ort hatten aus irgendwelchen Gründen genau in diesem Moment das Gefühl, dass mit Shamim was nicht stimmt. Das ist Gott. Wenn wir ihm erlauben, dann wird er zu unseren Herzen sprechen in Momenten, wo Geschwister Gebet brauchen, selbst wenn es über die Ozeane der Welt hinweggeht. Und ich glaube, die haben mit Sicherheit gebetet, als sie nicht erreicht haben. Kurze Zeit darauf erklingt der Gebetsruf des Muezzins in der Moschee und die Brüder mussten sofort gehen und die Schwestern nach längerem Debattieren auch. Das war der Moment, wo Shamim die Flucht gelungen ist. Ich zeige euch mal, wie sie aussieht, also bitte keine Fotos machen an dieser Stelle. Das ist die kleine Shamim, die ist wirklich für mich eine unglaubliche Glaubensheldin, die kaum jemand zu Gesicht bekommt. Und sie sagt, meine Tochter lehnt mich ab, ich darf meine Enkelin nicht sehen. Betet dafür. Aber sagt sie, betet auch für die Familie, die Gott mir neu geschenkt hat. Und dann erzählt sie uns, ein paar Monate bevor wir ins Land kamen, hat sie und ihr Mann, haben 32 Menschen im Dorfteich auf den Namen Jesus getauft. 32 Menschen, die durch diese kleine, unscheinbare Frau Jesus kennengelernt haben. Und ich muss an dieser Stelle sagen, was für ein Vorrecht, dass Gott uns einen Leib nennt. Wo wir nicht nur mitleiden, sondern Anteil nehmen an dem, was Gott durch unsere Glaubensgeschwister in den Ländern tut. Sie und ihr Mann haben die getauft. Hier seht ihr sie als Ehepaar. Und ich zeige euch mal kurz, wie so eine Taufe aussehen kann, damit ihr mal ein bisschen ein Bild davon bekommt. Genau. Bisschen anders wie bei uns, würde ich behaupten. Oh, ja. Ihr habt es, glaube ich, gesehen. Ich finde es total bewegend, Menschen kennenzulernen, die Zeugen sind, selbst im Angesicht ihres Todes. Die das, was da Stephanus erlebt hat und was in der Apostelgeschichte steht, leibhaftig ausleben. Shamim, sie saß vor uns und sagt, bitte betet für mich, dass ich nicht mehr vertrieben werde. Und man muss sagen, seitdem ich wieder zurück bin, haben wir mehrmals in dem Heft, aber auch in der Gebetsmail von ihr ganz persönlich gehört. Einmal wurde sie von 3 Männern auf offener Straße zusammengeschlagen, nachdem wir das Land verlassen hatten. Und sie bittet uns, betet für mich und für die Neugläubigen, dass sie am Glauben festbleiben. Das gebe ich euch einfach mal so als Gebetsanliegen an dieser Stelle mit. Ich weiß, an diesem Talk haben wir 2 tiefbewegende Menschen kennengelernt, denn kurz nach Mittagessen saß Masud vor uns. Und Masud hat uns wenig von sich erzählt. Er ist krasser Zeuge dort, ja, er war der einzigste Christ in seinem Dorf. Als wir dort waren, waren schon 19 in seiner Nachbarschaft und über 60 in der Region. Aber dieses Bezeugen von Jesus kommt mit einem Preis. Sie haben seinen Neffen tödlich vergiftet, er wurde schon mehrmals zusammengeschlagen. Und an diesem Tag sagt er, hey, ich möchte nicht über mich reden, ich möchte über einen Neugläubigen reden, weil vor einer Woche ist Folgendes passiert. Der war 27, sein Name ist Sohel, allein zu Hause mit den Kindern, die Frau in der Kleiderfabrik. Als es dann an die Tür klopft, hey Sohel, komm raus, wir brauchen deine Rikscha. Er kam raus und ich weiß, hier sind ein paar Kinder, ich mache das sehr kurz, aber sie haben ihn letzten Endes verschleppt und regelrecht gefoltert. Und ich weiß, ich saß neben diesem Masud, weil ich mitgeschrieben habe. Und Masud erzählt und war noch nicht mit 2 Minuten drin, als er voll aus tiefstem Herzen zu weinen beginnt. Und wenn es heißt, leidet ein Teil, leiden alle anderen mit, das war so ein Moment. Weil du nichts anderes kannst, als mitzuweinen. Warum? Weil du diesen Schmerz spürst. Und ich habe gemerkt, du kannst vieles lesen, aber wenn du dir nicht die Zeit nimmst, dass Gott dir offenbart, was da wirklich passiert, dann liest man da drüber. Und mich hat das echt bewegt und er zeigt uns dann in so ein Video, die haben den Sohel mit Gottes Hilfe dort rausgeholt. Und auf diesem Video liegt dieser Sohel so am Bauch, weil hinten, ne, die Markierungen zu sehen sind. Und dann sitzt da sein 4-, 5-jähriges Kind am Kopfende und seine Frau, die das abtupft. Bei jedem Atemzug zittert der. Masud, der weint. Und ich stehe da und denke mir, weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Weil das ist real. Das ist real. Das ist Schmerz. Und dann sagt Masud noch immer wieder, ja, sollen sie doch zu mir kommen. Sollen sie doch mich schlagen. Da weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Wir haben dann für ihn gebetet und er ist uns dann den ganzen Weg über, auch bitte kein Foto, den ganzen Weg über nachgelaufen und hat uns verabschiedet. In Bangladesch gibt es sehr viele Traumatisierte, für die wir heute beten können. Die erleben viel, aber lasst uns beten, dass sie am Glauben festhalten, trotz diesen Leids. Auch für die Kinder, die all das nicht verstehen. Lasst uns beten, dass Gott ihnen wirklich leibhaftig begegnet und sie ihre eigene Geschichte mit Gott schreiben. 2 Dinge, die mir Masud gelehrt hat. Er hat ganz am Anfang gesagt, bevor ich euch von meinem Schmerz erzähle, möchte ich, dass wir gemeinsam für die Verfolger in Bangladesch beten. Ich glaube, wir vergessen die Verfolger oft gern. Aber wenn jemand, der so viel Schmerz im Herzen trägt, ein Herz für die hat, die ihm das antun, dann glaube ich, können wir uns ihm anschließen und für die Verfolger beten. Und als letztes hier möchte ich euch einen kurzen Ausschnitt zeigen aus einem Lobpreis, bevor wir diese Region wieder verlassen haben. Und als ich das zu Hause angeguckt habe, habe ich Masud dort wiederentdeckt. Ich zeige ihn euch. Dieses Lied ist ein Dankeslied. Donoba heißt Danke, Isa, Jesus. Kein Video und kein Foto. Als ich mir das zu Hause angeguckt habe, hat es mich nochmal wieder neu getroffen. Warum? Wir haben heute von den ganzen Wirken Jesu gehört. Und ich glaube, wenn wir so viel Leid und Schmerz, wie Masud erlebt hat, erleben würden. Ich weiß nicht, ob wir Gott nicht vielleicht angreifen würden. Gott, wo bist du? Was ist hier los? Warum? Wieso? Ich muss mich an der eigenen Nase packen. Ich stelle diese Fragen schon bei wesentlich weniger. Und das ist auch einfach unser Prozess mit Gott. Man darf immer ehrlich sein. Aber mich hat dieses Video und dieses Zeugnis von Masud gelernt. Wow! Jesus Christus ist und bleibt das kostbarste Geschenk unseres Lebens. Und er ist und bleibt gut. Und er ist und bleibt würdig, gepriesen zu werden, wenn es uns gut geht, aber auch wenn wir ihn nicht verstehen. Denn er hat gelitten an diesem Kreuz. Das ist ein Fakt. Und es ist reine Gnade, dass wir bis in Ewigkeit mit ihm verbunden sind. Und der ist es wert. Egal, ob wir verstehen, was gerade passiert oder nicht. Ich hoffe, dass ihr das einfach mit nach Hause nehmt, einfach in eurem Herzen wirken lasst. Und ich möchte mit einem Gebetsanliegen abschließen. Und zwar ist es das Gebetsanliegen auch für die junge Generation in Bangladesch. Wir wollten ihn, haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt, auch kein Foto bitte, das ist Ronny, 17 Jahre alt. Die Eltern sind muslimisch, sein Großpapa hat ihm immer wieder von Jesus erzählt, er wollte mehr wissen. Mit der Konsequenz, dass die Eltern gesagt haben, so geht's nicht, wir packen ihn auf eine Koranschule. Sie haben ihn dorthin gesteckt in der Hoffnung, dass er dann im Islam gut erzogen wird. Nur Ronny war so entschlossen, Jesus nachzufolgen, dass ihm das dort nicht gefallen hat. Damals war er so 11, 12 Jahre alt. Und dann ist er abgehauen. Dort wird man nicht mit Hausarrest oder dergleichen bestraft. Ich mache es kurz. Er wurde einfach auf übelste Art und Weise verprügelt von der Stiefmama, sodass er wieder in diese Koranschule ging. Es ging immer hin und her und letzten Endes sagte er, mir wurde das Leben mit Jesus nicht, sage ich mal, ermöglicht. Ich wollte nicht mehr. Ich wusste, ich kann dort aufs Bahngleis runterspringen und das werde ich machen. Jemand hat ihn dort runtergeholt, da war er circa 14, 15 Jahre alt, er konnte sich nicht mehr ganz genau erinnern, wie alt er dort war. Und dann haben sie ihn zu den Großeltern gebracht. Seitdem, die Eltern haben ihn enterbt, die wollen nichts mehr mit ihrem eigenen Sohn zu tun haben. Er hat eine Ausbildung abgeschlossen und eine Theologieausbildung. Und dann haben wir ihn gefragt, Ronny mit 17, was ist dein größter Wunsch? Und dann sagt er, ich möchte die Bibel mehr verstehen, ich möchte meinen Eltern von Jesus erzählen und ich möchte an die dunkelsten Orte von Bangladesch gehen und dort Jesus hineinbringen. Mit 17 Jahren, obwohl er weiß, welche Konsequenz Zeuge sein beinhalten kann, ist er mehr als entschlossen. Ich glaube, er ist bereit, Zeuge zu sein, wenn nötig sogar bis in den Tod. Und trotzdem haben wir für ihn gebetet und für seine Anliegen. Wir waren fertig. Und dann sagt er zu uns, hey, richtig leidenschaftlich mit Händen und Füßen, schaut jedem von uns tief in die Augen und er sagt, bitte vergesst mich nicht. Betet für mich, dass mein Glaube nicht aufhört, bis an dem Tag, an dem ich sterben werde. Und ich habe das von Kollegen ganz oft gehört. Aber wenn dir ein 17-Jähriger so tief in die Augen schaut und sagt, bitte, bitte, vergiss mich nicht, dann macht es was. Und das ist mein Anliegen an euch. Wenn ihr das alles hört, vergesst sie nicht. Auch vielleicht in 3 Monaten, 5 Monaten, vergesst sie nicht. Denn in dem Druck, glaube ich, brauchen sie Gottes Beistand, um festzuhalten. Und wir wollen das jetzt dann praktisch umsetzen in Kleingruppen. Genau, das stelle ich euch später vor. Lasst uns jetzt einfach wirklich ins Gebet gehen. Vielleicht könnt ihr euch einfach zum Nachbarn umdrehen, zu 2, zu 3, zu 4 zusammengehen. Wenn du sagst, du möchtest das allein vor Gott bringen, auch das ist eine Möglichkeit. Auch zu Hause, nehmt euch Zeit. Wartet auf den Heiligen Geist, was er euch aufs Herz legt. Von diesen Anliegen oder was er euch einfach neu aufzeigt und lasst uns wirklich direkt losstarten ins Gebet, denn Gebet hat Kraft. Genau, ich schließe dann einfach nur mehr ab. Also dürft ihr schon loslegen. Genau. Genau. Ja Gott, ich danke dir einfach, dass du ein Gott bist, der Gebete hört, der unser Herz empfacht, ins Gebet zu gehen, Gott, für Bangladesch. Und wir legen dir diese Übergangsregierung hin, diesen Mohammed Yunus. Wir danken dir, dass du ihn dort jetzt hast. Und ich bete einfach, dass du deinen Weg hast in Bangladesch. Dass dort einfach die richtige Regierung in Position gewählt wird. Ich bete für all die Christen, Brüder und Schwestern, die gerade eben vertrieben worden sind, die beraubt worden sind, die vor dem Nichts stehen, dass du ihnen begegnest, jetzt in dem Moment, Jesus. Dass du sie versorgst über alle Maßen hinweg, an Körper, Seele und Geist, dass alles, was sie brauchen, dass du ihnen das schenkst. Wir wissen, dass für dich nichts unmöglich ist. Und so bete ich einfach, dass du ihnen hilfst, an dir festzuhalten, obwohl es nicht leicht ist. Und ich bete jetzt ganz speziell für Masud, für Sohel, für Shamim und ihren Mann, für den Ronny, seine Großeltern. Ich bete, dass du ihnen jetzt in dem Moment begegnest und dass du ihnen zeigst, dass sie nicht alleine sind, sondern dass du hinter ihnen stehst, dass du sie umgibst, dass du den Weg, den sie gehen sollen, bereitet hast. Ich bete, dass du kommst und sie wieder mit neuer Hoffnung füllst, mit neuer Vision, dass dein Evangelium sich trotz Druck und Leid ausbreitet. Amen. Ihr dürft euch ganz kurz nochmal hinsetzen. Ich möchte euch nur ganz kurz was zu diesem Heftno-Song, für die, die es schon kennen, dann bin ich heute hier und rüttel euch wach. Bleibt im Gebet dran. Über Shamim wurde hier in dem Heft schon zweimal in den letzten 1,5 Jahren berichtet, einfach weil sich akute Dinge ergeben haben. Das ist einfach ein Heft, wo man über das aktuelle, ja, über die aktuellen Geschehnisse erfährt und vor allem, wo man Gebetsanliegen bekommt für jeden Tag des Monats. Das kann man so rausreißen. Da hat man, heute geht es tatsächlich sogar um Ägypten. Lest euch das Anliegen durch. Sehr ermutigend, was Gott auch durch Gebet tut. Und es soll euch helfen, einfach, ganz kurz und prägnant, jeden Tag in Verbindung mit der verfolgten Kirche zu stehen. Wenn ihr das schon habt, wie gesagt, ich rüttel euch wach und sage, hey, das kommt einmal im Monat. Nehmt es wieder mit auf. Wenn ihr das noch nicht habt und sagt, ich möchte verbunden bleiben, dann dürft ihr da hinten für mich leserlich, wichtig, nicht für dich, für mich leserlich, die Adresse draufschreiben und hinten in die Box reinwerfen. Das ist keine Spendenbox. Wichtig, keine Spendenbox. Das da hinten ist eine ausschließliche Beta-Box. Und dann bekommt ihr das einmal im Monat kostenlos zugeschickt. Und weil ich das Gefühl hatte, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass Gott das Thema mir heute so aufs Herz gelegt hat, ich möchte noch ein letztes Gebet sprechen. Und zwar, wenn du heute hier bist, und das sind zwei Dinge, die ich miteinander verbinden möchte. Wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich möchte das Anliegen der verfolgten Kirche in meinem Herzen aufgreifen, erinnere mich, Herr, dann möchte ich, dass du jetzt aufstehst. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, die ich einfach mit ins Gebet nehmen möchte, wenn du sagst, hey, Zeuge sein. Ja, das ist etwas, ich möchte vom Heiligen Geist so ergriffen sein, dass ich das einfach natürlich aus mir rausfließen lasse. Ich möchte auch dafür einfach noch ein Gebet sprechen, weil Gebet Kraft hat. Ich möchte dich einfach bitten, dass du dich einfach auf Jesus fokussierst, der hier ist. Er ist mitten im Raum, er ist da. Und Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, dass du jedes einzelne Herz berührst. Ich danke dir, dass du es bist, der mit unseren Geschwistern weint, der das am Herzen hat, einzugreifen. Und ich bete jetzt, dass das eine Realität wird, auch in den nächsten Wochen und Monaten, dass du uns zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach erinnerst. Mach unsere Herzen bereit, wenn du sprechen möchtest. Offenbar uns dein Herz für die Länder. Ich bete, dass du einzelnen Menschen, einzelne Länder aufs Herz legst, einzelne Personen, Jesus. Lass uns mitleiden, aber uns auch mitfreuen mit dem, was du tust. Und so wie wir hier stehen, wollen wir dir unser Leben geben, dass du uns gebrauchst im Gebet. Und ich möchte für jeden Einzelnen beten, der Zeuge sein möchte, von deinem Heiligen Geist bewegt. Ich möchte beten, dass so wie die Stätte erbebte und du, Heiliger Geist, jeden erfüllt hast, dass du durch deinen Heiligen Geist komm und beweg uns, offenbar uns, was Jesus für uns getan hat. Lass uns das in der Tiefe erkennen. dass es aus uns rausfließt. In den Begegnungen, die wir haben. Mit Menschen um uns herum. Send uns als deine Zeugen. Mit einer Leichtigkeit, weil es von dir kommt. Heiliger Geist, komm. Komm. Füll uns. Ergreife uns mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und send uns aus. Lass uns Zeugen sein. Amen. Amen. Vielen Dank, Melanie, dass du uns neu wachgerüttelt hast und auch ermutigt hast durch das Zeugnis der vielen, mit denen du Kontakt hast und die es was kostet, das Evangelium weiterzugeben, dass du uns ermutigt hast. Die einfache Möglichkeit, die wir hier haben, ohne verfolgt zu werden, zu nutzen. Ich möchte einer sein, der die Liebe Gottes ausstrahlt und Menschen weitergibt. Und ich hoffe, das hat uns alle ermutigt, das Gute, was wir erlebt haben, andere auch daran teilhaben zu lassen, sie mit zu der Quelle hinzuführen, dass sie das auch erleben können, was du erlebt hast. Ich denke, wir sollten auch dich noch segnen dafür, für den Dienst, den du tust, ist so wertvoll. Komm nochmal vor, Evi, komm auch. Dürft gerne als Gemeinde auch aufstehen und segnen, die Hände nach hier ausstrecken. Danke, Jesus, für das Leben von Melanie. Danke, dass sie heute uns damit hineingenommen hat und dass sie unterwegs ist, für uns, auch als, ja, an unserer Stelle dahin geht, zu diesen Brüdern und Schwestern, die in Ländern sind, wo es so schwierig ist. Und ich bete, Herr, dass du Melanie stärkst, dass du ihr deine Kraft jeden Tag gibst, jeden Moment gibst, deine Leitung, deine Führung. Danke für ihre Sensibilität und Bereitschaft, sich damit reinnehmen zu lassen in deinen Herzschlag, in das, was du siehst und fühlst für diese Brüder und Schwestern. Jesus, danke, danke Herr, dass du ihr den Weg bahnst und dass du ihr die Türen öffnest und dass sie Spuren des Segens, Spuren des Trostes hinterlassen kann und der Stärkung, der Zurüstung. Danke, Jesus, du bist bei ihr und du füllst ihre Hände mit Gutem, was sie mitbringen kann, überall, wo sie geht, dass Heilung ausgeht und dass deine Stärkung ausgeht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne nochmal Platz nehmen. Wir wollen jetzt auch einfach dieses Werk, das Open Doors tut, ehren und segnen mit dem, was wir geben. Wir werden die Kollekte jetzt sammeln und die Kollekte werden wir komplett so, wie es reinkommt, dann an Open Doors weitergeben. Lasst die Ermutiger und die Unterstützer, dass auch die Versorger von all den verfolgten Christen sind, lasst uns ihnen die Hände füllen, damit sie ein Segen sein können und eine Ermutigung dadurch auch sein können. Und sie haben die offenen Türen, sie haben den Zugang zu den Menschen, die es wirklich brauchen. Und da dürfen wir hineinsehen. Danke, Herr, für diesen Dienst, Open Doors, für diesen wertvollen Dienst, den sie tun. Unsere Geschwister, die in Verfolgung sind, zu begleiten, zu ermutigen, geistlich im Gebet zu unterstützen, das Gebet zu multiplizieren. Aber danke, dass du sie auch benutzt, um Versorgung und Hilfe zu geben, denen, die es gerade dringend nötig brauchen. Und danke, dass wir jetzt Teil davon sein dürfen und dass wir beitragen dürfen dazu, zu diesem Dienst. Wir tun es gerne. Wir tun es, um auch die zu ehren, die echt in Verfolgung sind. und es tun für dich und segnet und mehre das, was wir zusammenlegen, so wie es benötigt wird, im Namen Jesu. Danke, du bist der Gott, der uns versorgt, und aus dem heraus wollen wir geben. Wir wollen eine offene Hand haben für dein Reich. Amen. Dürft jetzt einsammeln. Und jetzt bitte ich den Johannes, noch nach vorne zu kommen. So schön, dass du ein paar Tage oder Wochen hier bei uns wieder warst. Er ist gerade in Spanien und wird auch wieder jetzt dorthin zurückgehen. Was hast du vor? Ja, ich bin vor einem Jahr nach Spanien gegangen, um dort ein Praktikum zu machen, im Rahmen von meinem Studium. Und Gott hat aber zu mir gesprochen und ich werde jetzt nächste Woche wieder dorthin gehen und dorthin ziehen, um dort ein Theologiestudium zu beginnen und mich ausbilden zu lassen als Pastor. Genau. Das hätten wir gerne auch gehabt, wenn du es hier machst, aber wir freuen uns, dass du in Reich Gottes hineingehst und wir wollen dich dafür segnen. Wollen wir, wenn ihr wollt, dürft ihr gerne nochmal segnen, eure Hände nach ihm ausstrecken. Wir wollen ihn begleiten darin. Es ist so schön, wenn junge Menschen sagen, ich will mein Leben geben, um Reich Gottes zu bauen. Danke, Herr, für Johannes. Danke für all das, was du in seinem Leben getan hast und hineingelegt hast. Und danke dafür, dass er so eine Freudigkeit jetzt hat, in deinem Reich tätig zu sein, dort in Spanien, dort unter vor allem Latinos. Danke, Jesus, dafür, dass du ihn ausrüsten wirst, und diese Zeit wird eine Zeit des Segens sein. Es wird sein Leben prägen und es wird sein Leben bereichern und er wird ein reicher Segen sein und es wird eine Frucht sein, die auch von hier, von Augsburg ausgeht. Wir wollen ihn begleiten im Gebet. Und wir sehen all das, was du durch ihn und durch seinen Dienst, durch seine Hingabe, durch seine Leidenschaft für dich tun wirst, als eine Frucht hier von Augsburg. Danke dafür, dass wir deine Missionare aussenden dürfen und einfach sehen dürfen, wie sich das Reich Gottes ausbreitet, auch von diesem Ort hier. Wir segnen Johannes und stellen ihn unter den Schutz des Blutes. Du bist mit ihm, du bist für ihn und ja, du hast wunderbare Pläne und Gedanken über seinem Leben. Und damit segnen wir dich, Johannes, im Namen Jesu. Amen. Heute Abend oder diesen Tag wollen wir, immer der erste Sonntag, wollen wir zu einem Gebet, der Tag des Gebets machen. Wir haben nicht die Ressourcen, heute den ganzen Tag hier im Programm zu machen, aber heute Abend, 19 Uhr, laden wir dich ein. Den ganzen Nachmittag kannst du schon einfach in verschiedene Formen, so wie es dir liegt, beten, dich mit Leuten treffen, um zu beten oder was immer gerade dich bewegt, auch für das, was wir heute gehört haben. Fortsetzung machen von dem Gebet für unsere verfolgten Christen. Nutzt diesen Nachmittag, begegne Gott und geh ins Gebet. Um 19 Uhr wollen wir uns in dem kleinen Saal treffen und speziell jetzt auch für Venezuela beten, wo Doris berichtet hat. Das Land geht durch eine große Krise und ich habe gesehen, es ist auch ziemlich weit oben in der Rankingliste von Open Doors. Christenverfolgung ist auch dort. Wahrscheinlich auch gerade durch das Chaos, was in dem Land ist. Und wollen wir beten für dieses Land. Wollen es uns aufs Herz legen lassen und auch speziell diesen Ort, in dem ein Gebetshaus entstehen soll und wo deutsche Wurzeln sind, beten, dass von da aus neu Leben für das Land rausgeht und Reich Gottes gebaut wird. Also heute Abend, 19 Uhr, bist du herzlich eingeladen zum Gebet hier, Lobpreis und Gebet. Sonntag lade ich euch wieder ganz herzlich ein zum unserem Sonntagsgottesdienst. Wollen wir Gott ehren, Gott begegnen, Gott groß machen, Gott erleben. Und dann die zwei letzten Wochenenden im September, also in diesem Monat jetzt, sind besondere. Am 22.09. werden wir das Festival zur Ehre Gottes haben, wo wir mit vielen Christen Gott feiern. Da wird nicht hier der Gottesdienst sein, sondern am Eiskanal, Olympia-Eiskanalstrecke, werden wir einen Gottesdienst zusammen feiern, dann am Nachmittag. Zeig mal das Kärtchen. Wir haben keine große Flyer, sondern damit du es in den Geldbeutel stecken kannst und immer daran erinnert wirst, so kleine Visitenkarten, große Flyerchen gemacht. Da hast du den Termin drauf und deckt euch ein. Dort draußen liegen ganz viele im Ständer. Und dann am Wochenende drauf, von Freitag an bis Sonntag, werden wir als Neues Leben zusammen mit den Baptistengemeinden im Univiertel ein Wochenende für Familien gestalten. Es werden Seminare stattfinden und am Sonntag werden wir zusammen Gottesdienst feiern. Der Gottesdienst wird dann hier stattfinden, die Seminare werden dort bei den Baptisten stattfinden. Die Infos gehen jetzt dann raus, oder ja, da habt ihr auch schon eine Info und plant euch dieses Wochenende komplett ein. Wenn du Familie bist, wenn du Kinder, kleine Kinder vor allem auch hast, plan das Wochenende komplett ein. Es fängt am Freitag an für die Paare und dann Samstagvormittag die ganze Familie, Samstagnachmittag und dann Sonntag wird ein Familiengottesdienst sein, wo ein Stück weit die Kinder auch im Fokus sind und anschließend wird es auch Essen geben und draußen werden wir Fun und einfach eine schöne Zeit noch zusammen haben. Also plant euch dieses Wochenende komplett, haltet es frei. Wir freuen uns darauf. Der Sonntag ist dann wirklich für alle, auch die, die jetzt keine Kinder oder keine schon Erwachsene oder aus dem Haus Kinder haben. Wer auch immer du bist, bist herzlich willkommen. Darfst einfach ein unterstützendes Herz für die Kinder dann auch haben. Dann möchte ich euch noch einen Segen zusprechen, dürft gern noch zum Schluss aufstehen. Der Herr ist mit dir. Er liebt dich, er hat sich für dich hingegeben, er gibt dir neues Leben, jeden Tag neu darfst du aus diesem neuen Leben, aus diesem Heilsbrunnen schöpfen. Und sein Friede, seine Freude, seine Gnade ist mit dir. Und ich segne dich auch damit, dass dieses Licht oder diese Freude und das, was du von Gott geschenkt bekommen hast, aus dir rausstrahlt und Auswirkungen hat auf dein Umfeld. Der Herr sei mit dir. Amen. Mein Gott ist größer.